Petrovic, wie ist es eigentlich mit den Krankenkassen? Zahlen die jetzt die Behandlungen hier in Ungarn genauso, wie wenn ich jetzt zum deutschen Zahnarzt gehe? Ja, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Die Krankenkassen zahlen ohne Probleme. Sie benötigen natürlich die Unterlagen, die wir hier selbstverständlich ausstellen. Dazu gehört ein Heilungskostenplan. Ah ja, okay. Dazu gehört, so schaut er aus. Dazu gehört ein Kostenvoranschlag. Der wird ja von den Zahnärzten hier erstellt. Und danach kommt der Patient nach Deutschland, gibt seine Pläne ab und die Krankenkassen ermöglichen dann die Behandlung in Ungarn. Die zahlen ja in der Regel, gerade die gesetzlichen Krankenkassen, zahlen ja oft nicht die geplante Implantatbehandlung, sondern nur die Regelversorgung. Genau. Wenn ich jetzt, wenn meine Behandlung in Ungarn jetzt günstiger ist, meine Implantatbehandlung im Vergleich zu der entsprechenden Behandlung in Deutschland, die ich mir vielleicht ursprünglich vorschlagen lassen, bekomme ich dann den gleichen Zuschuss, auch wenn es günstiger ist hier in Ungarn? Der Zuschuss, der bleibt in der Höhe gleich, es sei denn, der ungarische Zahnersatz ist günstiger als der Zuschuss. Natürlich wird dann nur in der Höhe dann ein Zuschuss gewährt, wie der Zahnersatz überhaupt kostet. Aber es gibt keine Unterschiede. In Deutschland und Ungarn werden gleich bezuschusst. Sie hat jetzt mit jemandem gesprochen, der hatte in Deutschland einen Kostenvoranschlag von 12.000 Euro. Ja. Hier hätte es jetzt 5.000 Euro gekostet. Wenn jetzt die Krankenkasse, sagen wir mal, 1.000 Euro in Deutschland dazu gezahlt hätte für die Regelversorgung, ja, dann... Dann bleibt diese Summe auch hier erhalten. Und dadurch hat der Patient wesentlich geringere Kosten, weil sein Eigenanteil dadurch sich natürlich enorm reduziert. Ja, ganz klar. Bleibt er auf jeden Fall. Ja. Okay, und das Formular, was Sie da gezeigt haben, das ist, sehe ich, ein Heilkostenplan. Das benötigt die Krankenkasse, um zu ermitteln, in welche Höhe die Zuschuss gezahlt werden soll. Ja, das muss dieses Formblatt sein. Dieses Formblatt sein. Und dieses Formblatt können Sie hier ausfüllen. Ja, wir füllen das aus. Das entspricht der deutschen Norm. Also das ist auch wirklich sehr wichtig, dass die Patienten darauf angesprochen werden. Und das machen wir ja auch. Wir sprechen sie darauf an, dass sie auch diesen Heilkostenplan bei ihrer Krankenkasse abgeben sollen. War das schon immer so, dass die Krankenkassen das in Ungarn akzeptiert haben? Nein, früher war es nicht so, aber Gott sei Dank hat sich das geändert und jetzt können die Patienten ohne Probleme ihre Zähne hier machen lassen. Okay, gut. Vielen Dank.